Moin moin, grüezi und hallo. Herzlich willkommen zurück zu The Forest. Unser Magen ist voll, wir sind ausgeruht. Und wir wollen weiter Bäume fällen. Gut. Gar nicht lange schnacken, gleich mal hier Axt in die Hand und Rummel. Und Baum weg. Haben noch ein bisschen was vor uns. Mal sehen. So. Der Baum fällt gut. Den kleinen wollen wir nicht. Nehmen wir mal den hier. Also hier haben wir noch ein paar Bäumchen, die wir alle ummähen können. Mal schauen. Ich würde sagen, wir fällen erstmal einfach und dann schauen wir, wie viel wir noch brauchen. Baum fällt. Oh, der fällt in die falsche Richtung. Super, habe ich mir den jetzt selbst in den Weg gelegt. Na, es geht noch. Nur ein bisschen könnte weg. Komm, ein Stück. Ein Stück noch. Komm schon. Danke. Also, wenn wir nachher hier Stick und Lockholder noch bauen sollten, wollen, wie auch immer. Also, da haben wir ja echt viele Möglichkeiten. Hier hängt man überall fest. Hier kann ich gar nicht hüpfen, gegen den Baum hüpfen, um ihn irgendwo hinzulenken. Auch noch weg. Okay. Na, der fällt wieder sonst wohin. Ich will doch nur. Danke. So, hier. Die jauchen wir auch alle mit um. Eine Motorsäge wäre geil. Das wäre doch genial, oder? Einmal ansetzen. Zip, zip, fertig. Nächster Baum. Ich glaube, du bist nur noch mit Einsammeln beschäftigt. Aber kommst auch schneller zu deinem Ziel bei deinen Bauprojekten. Ja, fällt gut. Aber das ist auch immer so eine Sache. Bauprojekte. Je größer du die machst, desto mehr Arbeit hast du letztendlich und oft explodiert das ja dann teilweise in Aufwand. Ich kann mich entsinnen, zum Beispiel bei Minecraft habe ich auch gerne große Bauwerke gebaut und das größte Bauwerk, was ich bis jetzt dort je gebaut habe, das war zum Beispiel Notre Dame. Und das war noch bevor man fliegen konnte. Also erst, ich glaube, den letzten Tag, als Notre Dame sozusagen fertig wurde, am letzten Tag kam der Patch, dass man fliegen konnte. Das heißt, ich habe dann noch das letzte Stück vom Dach sozusagen im Flug- und Kreativmodus gemacht, was jetzt ja Standard ist. Alles andere war selbst, alles selbst dran gebaut und so. Und ich habe an dem Ding echt 2 Wochen gebaut, weil ich mir das Ding... oder das komplette Gebäude einfach am Anfang zu groß gebaut habe. Also ich habe eine Vorstellung gehabt, wie ich das möchte, hatte da mehrere Bilder, habe dann abgezählt, okay, das ganze Stück, ungefähr diese Höhe, das könnten immer 3 Blöcke sein. Und letztendlich war das Notre Dame so hoch, dass ich die beiden vordersten Türme, wenn ihr ein Bild von Notre Dame mal seht, oder schon da wart, wisst ihr, was ich meine, die beiden vorderen Türme, die musste ich einkürzen. Die waren zu hoch für die Spielwelt. Ging halt nicht mehr. Und da habe ich echt, wie gesagt, 2 Wochen dran gebaut. Abartig. Also da habe ich mich auch total verschätzt. Und dann hast du halt den Aufwand. Und das war für mich auch so ein Projekt, das wollte ich auch unbedingt fertig bringen.
Habe ich auch größtenteils komplett allein gemacht. Also das war ein Server mit Freunden. Unter anderem auch Nanao, den ihr aus dem Sanctum Let's Play kennt. Wenn ihr es gesehen habt. So, hier noch, aber dann wären mir die Laufwege nachher zu weit. Und ja, also am Anfang war auch noch alles selbst abgebaut, aber das war nachher einfach zu viel Aufwand, weil ich so viel Stein brauchte. Dann hätte ich da, glaube ich, 3 Monate dran gebaut. Das waren dann nachher über den Admin-Modus wurden mir die Steine sozusagen gegeben. Oder ich habe sie mir selbst gegeben, sagen wir mal so. Der fällt auch perfekt. Aber das erinnert mich hier halt ein bisschen daran. Man fängt ein Projekt an, denkt sich nicht viel dabei. Die Planung entsteht ja in Sekunden im Kopf. Und dann hat man hier echt ein paar Stunden zu tun. Ihr seht, das ist jetzt, glaube ich, schon die 4. oder 5. Folge, an der wir hier, in der wir an dem Lager rummachen. Und ja. Dabei war der Gedanke für das Lager ganz schnell im Kopf fertig. Hier, den Baum auch. Und ich dachte, dass das ein bisschen schneller geht. Aber so ist das bei diesen großen Projekten. Dann kriegst du auch noch Besuch nebenbei. Und dann stehst du da mit wirrem Haar. Ja, Minecraft habe ich echt viel gespielt, wenn ich mal überleg. Das habe ich auch gern gespielt. Das war so ein tolles, modernes Lego am Computer, ne? Fand ich. Also so habe ich es immer empfunden. Die Sonne geht unter. Mal sehen. Kriegen wir noch einen Baum weg? Ausdauer ist auch runter, also wird Zeit. Aber dann haben wir hier genug, hoffe ich, genug Bäume erstmal liegen, beziehungsweise Loks, Baumstämme. How you good? Na, der fällt sowieso anders. Ah, noch ist ein bisschen Sonne da. Solange die noch da ist, können wir das ja noch nutzen. Ja, ich muss gestehen, das ist jetzt nicht sehr spannend zum Zugucken. Das glaube ich. Ich dachte gerade, ich habe Tippelschritte gehört. Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen, so kurz vor Sonnenuntergang. Wenn das dann wirklich Sonnenuntergang ist. So. Baum fällt, again, in die falsche Richtung. Na, Wumpe. Da kommt Wind, ich höre Wind. Na komm, noch sehen wir was. Angriff. So, das ist aber der letzte jetzt dann. Dann hauen wir uns hin, holen uns Energie und dann setzen wir mal die ganzen Baumstämme, die wir hier jetzt dann alle vorbereitet haben. Parat. So. Okay, da liegen wieder Baumstämme im Lager. Hunger haben wir noch nicht, aber wir machen uns mal das Lagerfeuer an. Man weiß ja nie, was so passiert. Und dann machen wir mal ein Nickerchen. Das ist Nacht. Und das sieht nach einem hellen Tag aus. Hallo, Herr Lizard. Dreckstein, hau ab. So. Und ab geht er. Na? So. Oh, da hinten ist ja schon das Lager. Von Fridolin, Jochen und Co. Das ist mir beim Bauen irgendwie nicht aufgefallen. Das könnte erklären, warum wir hier hin und wieder Besuch hatten.
Vielleicht. Ich höre hier einen Specht. Und ihr sicherlich auch. Also die Soundkulisse von der Flora und Fauna finde ich ist ziemlich gut gelungen. Also das macht doch schöne Atmosphäre hier bei dem Spiel. Schöne Waldatmosphäre. Das gefällt mir sehr gut. Gibt meiner Meinung nach auch gar nicht so viele Spiele, die das so schaffen. Das ist auch immer so ein bisschen so Atmosphäre, perfekte Atmosphäre zu schaffen. Das wirkt auch immer so ein bisschen wie die Meisterleistung, ne? Das hinzukriegen. Und The Forest packt das auf jeden Fall. Gut, ich meine, das Spiel lebt auch ein bisschen davon, weil wir sind ja nun mal nur im Wald, ausschließlich im Wald, immer an der gleichen Stelle. Und die Schreie der Eingeborenen sind ja sicherlich auch nicht ohne Grund gewählt. Die sollen natürlich auch ein bisschen Panik machen. Läuft vielleicht auch ein bisschen Richtung Blair Witch Project, kann ich mir vorstellen, dass man das möchte. Also auch viel mit im Kopf desjenigen, der das spielt oder guckt, arbeiten. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, das Thema. So. Noch 50 Loks, sagt er. Mal gucken, wie viel wir hier noch liegen haben. Machen wir erstmal hier die Wand. La 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 la. Lass mich durch. Liegen da auch noch Baumstämme? Wann haben wir die denn hier? Kann ich mich nicht entsinnen. Aber ist auch Wumpe. Haben wir halt. Na, so. Die anderen haben wir auch noch. Eins. Zwei. So. Jetzt werden die Laufwege wieder ein bisschen kürzer. Wir liegen hier echt überall am Flugzeug verteilt. Die beiden Clipboards nehme ich mal mit. Oder Electric Boards oder Mainboards oder was auch immer es sind. Beziehungsweise wie sie hier auch immer bezeichnet werden. Ah, ich bin gerade am Zweifeln, ob die Baumstämme reichen, wobei da liegen noch ein paar. Mal gucken. Wenn uns dann hier noch zwei Bäume fehlen, ja, dann ist das, glaube ich, auch kein Problem, die noch zu organisieren. Mal schauen. Auf jeden Fall, hier kann ich wieder nicht lang, auf jeden Fall ist es das größte Projekt, was wir bis jetzt hier gemacht haben. Das darf man auch nicht vergessen. So, hier liegen auch noch ein paar. So arbeitet sich's ganz angenehm, wenn alles vorbereitet ist. So, wir hätten natürlich noch ein paar Baumstämme in unserem Hauptlager, aber das wäre jetzt over the top. Und für eventuelle andere Großprojekte, die man dann noch reinbauen würde, würde ich vorher Lockholder bauen. Also, da hätte ich nicht das Interesse, dann für den Bau selber jedes Mal durch die Eingänge lang zu wetzen, sondern dass man das wirklich peu à peu vorbereitet. Dass man immer wieder so eine Reihe Lockholder hat und die voll macht und sagt, okay, machen wir mal noch 2-3 und dann nächstes Mal wieder 2-3. Und wenn man alle voll hat, dann kann man sich zum großen Bauprojekt widmen. Ich denke, das macht dann auch mehr Spaß und ist auch angenehmer für den Zuschauer, beziehungsweise für euch in diesem Moment.
So, der Hunger wird stärker bei uns. Noch 18. Na, gucken. Bisschen was haben wir noch? Ah, der Wind, ne? Das. Da kriege ich gleich so leichte Gänsehaut, weil mir kalt wird. Ist ganz schlimm. Oh, cool, da ist ein Baumstamm im Cockpit gelandet. Sehr gut. Ich sehe. Oh. Habt ihr es gehört? Pling pling. Axt, Axt. Axt. Meine Mama hat immer gesagt, mit leerem Magen soll man nicht kämpfen. So, Fridolin läuft auf der Stelle. Was hast du da? CDs um die Schulter? Hatte er. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, das war nur ein einzelner. Eine Patrouille. So, pling ploing, pling ploing. Ploing, pling. Effigies. Wir könnten ja auch noch ein paar Effigies bauen. Oder später oder whatever. Also einfach ums Lager herum. So, noch 12 Loks. So, da haben wir noch einen Baumstamm. Da hinten, oh, es wird aber langsam schon weit zu laufen. So, hier haben wir noch zwei. Quark. Quark. So, die zwei holen wir noch flink. Und dann denke ich mal, brauchen wir noch einen Baum. So. Mal schauen. Das haben wir. Wir gucken mal nochmal ins Wasser hier vorne. Oder hinten, da sehe ich noch welche. Im Wasser haben wir auch noch einen. Ach doch. Bisschen was haben wir noch. Gut, also vier haben wir auf jeden Fall noch. Sechs brauchen wir. Mal schauen. Können wir durch die Tür laufen? So. Mal kurz waschen. Zack. Ja, er ist auch schon total groggy hier. Die Energie wird immer weniger, Hunger, ja. Aber jetzt musst du noch kurz durchhalten. Zwei noch, Buddy. Zwei noch. Warum immer wir die jetzt herzaubern? Vielleicht haben wir hier noch irgendwo welche rumliegen, sonst müssen wir noch mal einen Baum zu Fall bringen. Oh. Ey, man erschreckt sich hier so unglaublich. Hier haben wir noch einen. Wenn das hier jedes Mal so dermaßen heftig knallt. Habe ich es nicht vorhin gesagt? Uns wird nachher ein Baumstamm fehlen. Ich habe es doch irgendwann mal gesagt. Gucken, liegt hier noch irgendwo was? Ich will jetzt nicht noch einen Baum fällen.
aber ich sehe hier nichts leuchten. Gar nichts. Außer der eine, der im Flugzeug ist. Ach, aufgeschissen, egal. Da müssen wir halt doch nochmal einen umhauen. Narf. Ich meine, vielleicht kommen wir dran. An den hier im Flugzeug. Und wir kommen noch nicht mal dichter jetzt. Buggy ist hell. Gut, suchen wir uns kurz einen Baum. Da steht doch schon einer. Ich hoffe, der ist nicht zu lit. Axt. So. Letzter Baum. Und dann haben wir uns auch was zu essen verdient. So, letzter Baum. Baum fällt. So. Und tada. Okay, jetzt können wir auch stolz sein. Wir haben das erste Mal ein komplett geschlossenes Lager, wo wir uns ein schönes Häuschen reinsetzen können. Das können wir noch kurz machen, ne? So viel Zeit muss sein. Log Cabin. Alter, das ist aber auch ein scheiß Monster. Mann, ist das Ding groß. Und da habe ich zu weit gedreht. Müssen wir nochmal drehen. Lalalala. Das Ding ist echt gewaltig groß. So, mal kurz was gucken. So. Passt das? Das passt perfekt. Ein bisschen Abstand hat's. Geil. Cool. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Gut. Jetzt können wir uns was aufs Feuerchen schmeißen. 82 Loks braucht er dafür. Heute gibt's einen Hasen. Ein Hasen. Das Feuer ein bisschen anfachen. Coole Geschichte, aber bevor wir das Ding anfangen, dann wie gesagt, erstmal schauen, ob wir den Patch überstehen. Aber finde ich cool. Bin ich echt ein bisschen stolz auf unsere neue Behausung. Kommen auf jeden Fall hier Aussichtsplattform noch. Würde ich hier gerne hinbauen für die Zukunft. Das kann man halt, wie gesagt, auch nochmal in einem neuen Savegame dann machen. Ne? Das ist ja kein Problem. So. Kann man hier ein bisschen oinky-poinky springen. Gut, alles klar. Mit diesem Hüpfwahn werde ich mal die Folge beenden und wir hören uns auf dem Endscreen. Ciao! Wir haben es endlich geschafft. Das Lager ist fertig. Ist auch echt verdammt groß geworden. Aber dafür auch schick. Viele Möglichkeiten, aber wie ich schon erwähnt habe, wir werden erstmal gucken, ob es den Patch übersteht. Ob wir dann das ganze Savegame noch laden können. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Und bis dahin, ciao, ciao. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Euer Kaizi.